Willkommen zurück bei Jurassic World Evolution 2. So, wir sind hier wieder zurück. Und zwar müssen wir hier dafür sorgen, dass Baryonyx einen Komfort von 95% hat. Genau. So, dann gucken wir doch mal. Wähle einen gescannten Saurier aus, um etwas zu seinen Komfortanforderungen zu erfahren. Saurier brauchen Zeit, um ein Territorium zu finden. So. Wähle einen gescannten aus. Wie kann man denn scannen? Komfort. Ah, hier. Okay, Umgebung bearbeiten. Felsen brauchen wir auf jeden Fall. Das ist rot. Aha. Und wahrscheinlich hier, ne? Na gut, dann. Warte mal, wo ist Fels? Wüstenfels? Ja, hier sind oder was? Ah, es geht hoch, es geht hoch. Das ist gut. Kann schon mal ein paar Felsen hinmachen. So. Geht es auch im Wasser? Ach, tatsächlich. Perfekt. Sehr gut. 100%. So. Na, ist doch schön. Können wir es wieder schließen? Gott, dieses Stampfen, ne? Ja, ich finde es cool, dass man jetzt sowas auch ins Wasser machen kann. Sehr schön. Wir müssen diese Saurier genauer überwachen. Vorpelz. Dazu brauchen wir einen Ranger-Posten innerhalb des Geheges. Klingt verrückt, ich weiß, aber das klappt. Vertrau mir. Gut. Baue einen Ranger-Posten im Gehege. Weise ein Ranger-Team an, um Ranger-Posten zu patrouillieren. Wähle ein Ranger-Team. Okay. Also Gehege. Ranger-Posten. Ist ein Ranger-Team einem Ranger-Posten zugewiesen, so überwacht es das Wohl aller Saurier in einem Radius rund um den Posten. Zusätzlich füllt es die Futterstation in der Nähe nach Bedarf auf. Okay. Nach Bedarf, okay. Achso, da wird das ganze Gehege abgedeckt, okay. Dann machen wir doch hier hin, oder? Dann ist alles abgedeckt. Zack. So. Dann drücken wir mal hin. Ranger Team hinzufügen. Zuweisen. Genau. Ich erhalte Berichte über Saurier, die frei in der Anlage herumlaufen, Claire. Die Berichte sind vielleicht richtig, aber sie zeichnen kein vollständiges Bild unserer aktuellen Lage. Huh? Wütende Saurier laufen herum. Was ist da los? Sie sind nicht wütend. Das ist ja lustig. Einfach instinktiv. Gesehen? Je roter sie sich fühlen, umso feindseliger werden sie. Vor allem, wenn es um ihr Überleben okay. geht. Es geht auch um unser Überleben. Ja, aber das wissen nur wir. Na, für den Moment. Wir werden einen der Saurier vom Helikopter aus betäuben und ihn mit einem Transportteam zurück zur Einrichtung bringen. Gut, dann los. Das ist ja geil, guck mal, wie das da durchs Wasser fährt. Krass. Okay, finde und betäube die folgende Spezies in der Umgebung. Triceratops. Übernehmen von der Unterstützungsanlage aus die direkte Kontrolle über das Einfangteam, um wilde Dinosaurier zu finden. Okay, also hier, ne? Einfangteam, direkte Steuerung. Oh Gott. Heben wir ab.
Boah. Warte mal, wie geht es? Also so rum. Ich habe noch die GTA-Steuerung noch. Okay, finde und betäube die folgende Spezies, Triceratops, okay. Bestimmt da hinten, da wo es anzeigt. Ah. Da hinten. Sind es die? R ist Zielmodus. Ah ja. Oh Gott. Nee. Ein bisschen weiter hin. Und viel weiter hin. Jetzt vielleicht? Ah, jetzt könnte es besser sein. Ja, jetzt. Treffer. Oh Gott. Hey, bleib da! Auf Zeiten. Jetzt. Oh. Treffer, sehr gut. Okay, finde und betäube. Okay, das haben wir. Wie war das nochmal? aus dem direkte Kontrolle. Okay. Mal Zielmodus. Habe ich doch jetzt. Muss ich alle drei machen? Oder wie? Oh, ich glaube, ich muss alle drei treffen. Ach du lieber Gott. Ich muss alle drei machen. Hilfe! Bleibt ihr mal da? Geht nicht so weit weg hier. Ja, ich muss wirklich alle drei machen. Okay. Treffer. Jetzt haben wir es. Okay. Baue ein neues Gehege und transportiere die Spezies dorthin. Okay. Wie kann ich ihn jetzt... Ah ja, so, okay. Das macht er dann von alleine. Gut. Huh, wo ist das? Hier. Baue ein neues Gehege. Fahrzeug gefährdet. Was? 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 Hä? Fahrzeug gefährdet. Zäune und Tor. Okay, machen wir mal hier. So. Zaunmodus. Also hier, ne? Machen wir doch mal hier weiter. Ist das jetzt angeschlossen? Hä? Elektrischer, kleiner elektrischer Zaun. Bist du dir sicher? Baue ein neues Gehege. Ist das jetzt sicher? Ich habe keine Ahnung. Okay, transportiere, isoliere.
Die folgende Spezies von den anderen Sauriern. Naja, das haben wir. Das haben wir. Ja, das wird schon so sein, ne? Gut, dann machen wir doch das mal. Machen wir mal hier Aufgabe hinzufügen. Nee, das wollte ich nicht. Einfangteam. Aufgabe hinzufügen. Auffüllen? Nee. Notfall. Park schließen? Nein, ich will nicht schließen. Nein. Hä? Wie? Wie geht das nochmal? Schutzraum, Kontroll. Moment. Transport. Achso, hier. Okay. Den da. Nach dahin. So geht es. Dahin. Versperrt. Wieso versperrt? Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Machen wir ein bisschen schneller. Die Zeit. Transportiere Produkt. Transportiere Produkt. Geht's noch? Das ist ein Tier und kein Produkt. Warum werden Tiere immer als Produkt da gesehen? Das ist ein Lebewesen, hallo? So. Jetzt gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Okay. Ja, hat funktioniert, okay. Dann können wir gleich das nächste machen. Das nächste Tier, das kommt auch da rein. Zack. Ja, hol es mal ab. Kann man noch mehrere nehmen? Das da kommt auch da rein. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Genau. Kommen jetzt da zwei? Ah, da kommen zwei. Guck mal. Da muss man gar nicht warten. Okay, das kann man gleich zusammen machen. Kann man ein bisschen schneller laufen lassen. Geht's ein bisschen flotter. Produkt unterwegs. Okay. Produkt wird transportiert. Ach was. Und das heißt nicht Produkt, das heißt hier. Lebewesen. Ich finde es auch traurig, dass Hunde und Katzen als Gegenstände gesehen werden. So. Mal wieder langsamer. Cool. Jetzt läuft die Zeit wieder runter. Guten Tag. Guten Tag. Können wir da rausgehen? So. Insgesamt würde ich sagen, dass sich die Situation verbessert. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in den Griff bekommen. Aber ich mache mir auch Sorgen. Insbesondere um die Biodiversität. Doch jetzt sollten wir die Saurier erst einmal in Sicherheit bringen und zusätzliche Beobachtungsgalerien zur Überwachung der Tiere bauen. Hm. Also Sorge dafür, dass wieder 95% ist. Ah, das Territorium. Saurier der gleichen Art bilden ein Territorium um sich herum, während sie sich bewegen. Saurier beachten bei der Bestimmung ihrer Komfortstufe nur den Bereich innerhalb ihres Territoriums.
Territorium, das nicht häufig besucht wird, schrumpft im Laufe der Zeit, um den neuesten Änderungen der Umgebung der Saurier zu entsprechen. Okay. Beobachtungsgalerie für Forschung. Warte mal, sorge dafür, dass die Triceratops einen Komfort von 95% haben. Also Komfort, keine Komfortdaten. Sende das Ranger-Team, um den Status zu überprüfen. Hackenwürmer. Oh Gott. Achso, jetzt müssen wir erst wieder hier das Ding hin machen. Warte mal, erstmal die Anlage. Machen wir erstmal bauen. Machen wir mal bauen. Bauen. Zack. So. Wo haben wir das denn? Die Ego-Perspektive. Dekorationen. Wo ist das denn? Gehege, oder? Ja, Ranger-Posten, da haben wir es doch schon. Okay. Dann können wir das hier mal genau dazwischen machen. Was? Was willst du? So, Ranger Team hinzufügen. Ja, die können das auch hin. So, zack. Gut. Oh Gott, was sind die? So. Komfort. Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Und Wasser. Was? Wasser? Pflanzenfasern. Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Wasser, 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 Wasser. Machen wir doch mal Wasser rein. Bisschen viel. Ja, muss ja nicht gerade sein. So, Wasser ist schon mal da. Okay. Was haben wir denn hier? Bodenwuchs, Kletterpflanzen, Obst- und Nusspflanzen, Faserpflanzen. Hier, da ist es doch. Kletterpflanzen, Boden. Ach hier, Pflanzenfasern, da ist es doch. Auch mal hinmachen. So. Zack. Jawohl. 100%. Das ist schön. Okay, dann haben wir das auch mal erledigt. Stelle sicher, dass die Triceratops von einer Beobachtungsgalerie für Forschung aus sichtbar sind. Achso, es hat keinen Weg. Also, okay. Dann bauen wir doch mal einen Weg hin. Da ist doch schon einmal einer. Mal einen Weg hin da. Warte mal. Oh. Jetzt ist gut. Wunderbar. Da so viele Tiere frei herumlaufen, müssen wir so viele wie möglich einfangen. Wir können unsere Bemühungen von einem Expeditionszentrum aus koordinieren. Lass uns eins bauen und dann sehen wir weiter. Grüß Gott. Oh, süß. Warte mal, Ego-Perspektive. Was ist das eigentlich? Ego-Perspektive. Was mach ich da? Keine Ahnung. Egal. So sind wir auf jeden Fall am nächsten dran. Na gut. Baue dieses betriebsbereite Gebäude. Expeditionszentrum. Das machen wir aber in der nächsten Folge hier bei Jurassic World Evolution 2 und ich freue mich schon auf weitere Folgen hiervon. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!